Die ADRs auf russische Aktien sollen in Originalaktien eingetauscht werden. Das will die russische Regierung. Viele Anleger konnten das aber nicht und schon gar nicht kurzfristig. Aber die Frist, in der man die ADRs jetzt noch bewegen kann und umtauschen kann, die ist jetzt nochmal verlängert worden bis zum 14. August. Und dadurch gibt es jetzt neue Möglichkeiten, auch für die Anleger, die bis jetzt in der Kürze der Zeit da nichts hinbekommen haben. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die russischen ADRs und die verzweifelten Versuche, die einzutauschen in Originalaktien. Ein ewiges Thema und furchtbar zermürbend. Viele haben wahrscheinlich schon die Schnauze voll auch und ich würde es uns allen auch gern ersparen. Ich sehe aber eben auch in den Kommentaren, wie viele sich da eben abgemüht haben und nicht weitergekommen sind. Das ist nach wie vor so und natürlich geht es da ja um das eigene Ersparte. Darum jetzt eben nochmal ein Video, vor allem auch wie es aussieht, ist es jetzt im Moment erstmals seit Monaten sogar so, dass man da halbwegs optimistisch sein kann. Und dass es eben auch für die Anleger, die bis jetzt nicht die Möglichkeit zum Tausch gehabt haben, jetzt eine solche Möglichkeit vielleicht eben doch gibt. Vorher kurz noch ein Hinweis: Wir beschäftigen uns hier durchaus auch noch mit richtigen und noch handelbaren Aktien, zurzeit nur leider ein bisschen weniger. Und da darf ich nochmal erinnern an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report, diesmal mit Aktien aus dem chinesischen Biersektor. Die Großbrauereien aus China, es stellt sich ja sowieso die Frage bei der Hitze zurzeit und auch bei der allgemeinen Urlaubslaune, ob man da überhaupt noch an was anderes denken kann als an Bier. Und dem tragen wir jetzt Rechnung mit unserem Report. China ist der größte Biermarkt der Welt mit einem Verbrauch von 38 Milliarden Litern pro Jahr. Und die chinesischen Bieraktien haben sich auch im Marktabschwung da sehr gut gehalten. Die Reports von uns sind gratis, dieser geht morgen raus, also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, schnell dafür eintragen noch auf www.zukunfts-märkte.de. Was ich aber auch noch dazu sagen muss, Sie müssen dann auch noch auf den Bestätigungslink gehen, den Sie von uns kriegen. Wir werden oft angeschrieben, was die Reports betrifft, wo es dann eben heißt, ja, was ist denn jetzt mit den Reports? Ich habe mich doch dafür eingetragen. Ja, aber Sie müssen das dann eben nochmal bestätigen, sonst dürfen wir Ihnen da nichts schicken. Es ist eine regulatorische Vorgabe und sowas kennt man ja von unserem Lieblingsthema hier, die russischen ADRs. Auch da geht es zum 80% um regulatorische Vorgaben. Ich muss noch mal die Lage kurz schildern. Jetzt krümmen sich wahrscheinlich viele von Ihnen schon und sagen: Oh Gott, bitte jetzt nicht noch mal alles. Aber wenn ich das nicht mache, dann verstehen diejenigen, die neu in dem Thema sind, jetzt nur Bahnhof. Also, ich mache es kurz. Russland ist belegt worden mit westlichen Sanktionen. Die russischen ADRs sind bei uns vom Handel ausgesetzt worden, an unseren Börsen. Ein Monat später hat Russland erklärt, die ADRs werden jetzt abgeschafft und die westlichen Anleger müssen die umwandeln. Es gibt auch Ausnahmen davon, aber dazu siehe mein Video von letzter Woche. Die ADRs sind hauptsächlich begeben worden von amerikanischen Großbanken, Citigroup, JP Morgan und vor allem auch Bank of New York Mellon. Und die haben auch gesagt, die Anleger können die ADRs bei uns umtauschen. Sie müssen dann aber das russische Depot angeben, wo man die Aktien dann hinbuchen kann. In ein deutsches Depot geht das nicht. Das war schon mal das erste große Problem. Und das zweite große Problem: Clearstream hat dann irgendwann mal jede Transaktion eben auch mit den ADRs gesperrt, weil aus diesem Umtausch ja Gebühren fließen könnten an die russische Verwahrstelle, die NSD. Und die hat aber vor 2 Wochen gesagt, wir erheben keine Gebühren bis zum 31. Juli. Dadurch ist die Sperrung kurz aufgehoben worden und die Leute haben wieder die Möglichkeit gehabt, eben diese ADRs zu tauschen.
Das Zeitfenster war aber nur sehr kurz, darum war der Name von meinem Video damals eben auch die Frist endet sozusagen. Und jetzt ist es aber eben so, dass die NSA ist gut, ja, auch noch bis zum 14. August keine Gebühren erhebt. Und dadurch haben die Anleger jetzt nochmal Aufschub und der Zeitdruck ist nicht mehr so extrem. Und das erhöht die Chance, dass man da für sich selber jetzt eben doch noch eine Lösung hinkriegt. Viele Banken haben den Umtausch ermöglicht, aber wie letztes Mal schon gesagt, ist ja schön, wenn der Umtausch ermöglicht wird, aber was soll man denn machen, wenn man kein russisches Depot hat? Und in den paar Tagen da hat man natürlich auch keins gekriegt. Und es gibt drei Arten von Brokern, die alles blockiert haben, dann die, die zumindest diese Tauschabwicklung angeboten haben, und das waren wahrscheinlich die meisten, und einige wenige aber auch, die ihren Kunden dann zusätzlich noch so eine Verwahrungslösung auch angeboten haben. Also ein Sammelkonto zum Beispiel in Russland, wo man die Originalaktien dann auch reinbuchen konnte. Und da war man natürlich als Kunde fein raus. Das dürfte auch funktioniert haben in den meisten Fällen. Ich weiß von drei Brokern, die das angeboten haben: Onvista, Trade Republic und MaxBlue Deutsche Bank. Wenn Sie noch einen kennen oder noch mehr kennen, bitte hier kurz unten reinschreiben für unsere Zuschauer. Und leider entnehme ich den Kommentaren aber eben auch, dass die meisten Zuschauer bei anderen Brokern sind und für die war dann eben spätestens bei dieser russischen Depotbank Schluss. Nur dadurch, dass wir jetzt nochmal 2 Wochen Aufschub haben, haben eben auch die Anleger, die bis jetzt keine Verwahrungslösung gehabt haben, im Prinzip jetzt die Möglichkeit, sich doch noch eine zu verschaffen. Zum Beispiel, indem sie da ein Depot eröffnen, wo es so eine Lösung gibt. Ist aber auch nicht so einfach. Okay. Durchatmen kurz, es tut mir genauso weh wie Ihnen. Costolani soll ja mal gesagt haben, Börsengewinne sind Schmerzensgeld und das gilt natürlich dann umso mehr auch für die Verlustbegrenzung. Ich habe zum Beispiel mit Onvista gesprochen und jetzt aber bitte ohne Gewähr, weil das war nur ein Gespräch und es war nur ein Telefonberater von denen, mit denen ich geredet habe. Der hat aber gesagt, Onvista nimmt keine russischen ADRs aus anderen Depots an. Und es klang auch so ein bisschen durch, so, ja, wir nehmen doch jetzt nicht von fremden Leuten diesen ganzen russischen ADR-Schrott. Schade, damit hätten sie viele Neukunden gewinnen können. Trade Republic, die stellen sich tot zurzeit. Die haben ihren Telefonservice vorübergehend deaktiviert, wie sie sagen. Und bis sie von denen eine Auskunft kriegen über das Kontaktformular, da ist wahrscheinlich nicht nur die Frist wieder vorbei, sondern da ist der komplette Krieg vorbei. Aber MaxBlue Deutsche Bank, da war ein Ansprechpartner dran, der hat sehr kompetent gewirkt, muss ich sagen. Und der hat auch gesagt, ja, wir nehmen ADRs aus anderen Depots an. Stand Freitagnachmittag. Er hat das gleich auch wieder eingeschränkt und das spricht ja auch für ihn, weil die Depoteröffnung dauert, der Übertrag dauert und da kann es ja auch durchaus sein, dass die Verzögerungen von der anderen Seite kommen, von der anderen Bank. Also garantieren könne er auch nichts. Und daran sieht man eben auch, dass die Zeit im Grunde schon wieder knapp ist, dass man jetzt auch wieder schnell sein müsste und da diszipliniert arbeiten müsste. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn man eintauschen will, ist es vielleicht trotzdem jetzt nochmal einen Versuch wert. Wie würde man vorgehen? Das erste mit Sicherheit, dass man bei seiner eigenen Bank nachfragt, ob die überhaupt willens ist und fähig ist, die ADRs dann auch zu übertragen. Manche machen ja noch nicht mal das. Und sie können sie wahrscheinlich auch nicht dazu zwingen. Ich würde aber, wenn sie mit denen sprechen, schon mal darauf verweisen, dass die ADRs ja mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Clearstream gelagert werden. Dass Clearstream eben am 28.07. bestätigt hat, dass die russische Verwahrstelle jetzt bis zum 14. August auch keine Gebühren erhebt. Ich tue Ihnen den Link unter den Beitrag. Und dass sie natürlich auch dadurch, dass man ihnen die Übertragung verweigert, jetzt einen Vermögensschaden befürchten müssen. Also, und sie dürfen da auch nicht davon ausgehen, natürlich, dass der Bankberater immer den gleichen Kenntnisstand hat wie sie.
Und wenn es funktionieren würde, dann eben das übliche Prozedere, Depoteröffnung bei MaxBlue, Selbstauskunft, Identverfahren, Übertragung der ADRs dorthin und dann idealerweise auch der Tausch. Ich verstehe jeden, der jetzt vielleicht sagt, das mache ich jetzt nicht auch noch, am Ende klappt es dann doch wieder nicht und auch ich kann Ihnen natürlich da jetzt nichts versprechen, dass es funktioniert. Aber auf der anderen Seite weiß ich eben auch, es gibt viele Zuschauer, die ihre ADRs ja tauschen wollen und es bisher nicht gekonnt haben. Und theoretisch tut sich diese Chance jetzt eben aber auf und ich hätte jetzt auch kein gutes Gefühl gehabt, wenn ich das eben weiß und sie jetzt aber nicht darauf hinweist. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Es gibt zum Beispiel eine Variante von Focus Investor, ist hier auch ein Kanal auf YouTube, zu dem sage ich nachher auch nochmal was. Focus Investor hat Freedom Finance ins Spiel gebracht, ein Broker mit Sitz auf Zypern. Und der hat hier eben auch anscheinend eine Niederlassung in Berlin, ist anscheinend auch in der Lage, die ADRs sowohl anzunehmen, als auch zu tauschen, als auch die russischen Aktien dann zu verwahren. Das steht jetzt also auch im Raum, diese Lösung als etwas unkompliziertere Alternative zu so Dingen wie Typ-C-Konto bei der Gazprombank und solche Sachen. Das ist ein Anbieter, ich kann zu dem wirklich überhaupt nichts sagen. Also Fragen diesbezüglich bitte auch gleich an Focus Investor lieber oder am besten natürlich an Freedom Finance selbst. Informieren Sie sich gut, wenn Sie sowas machen. Der Vorteil wäre aber offenbar von dieser Lösung, dass Sie da eben sehr schnell ein Depot eröffnen könnten, was bei dem Zeitdruck, den wir haben, natürlich positiv ist. Und noch eine Möglichkeit ist dann eben das russische Programm, das habe ich ja auch schon erwähnt. Der Umtausch unter Umgehung der westlichen Sperrung und der westlichen ADR-Banken durch Russland und in Russland. Das wird auch nicht unkompliziert, da reden wir vielleicht auch mal drüber, wenn die anderen Optionen dann nicht mehr da sind, was aber wie gesagt bald der Fall sein kann. Der NSD hat jetzt zwar den Zeitraum, in dem sie keine Gebühren erhebt, nochmal verlängert, sodass viele jetzt sicherlich sagen, ach, bis jetzt waren die Russen da so nett, das machen die bestimmt nochmal dann, also auch über den 14. August hinaus. Aber am 15. August, da soll eben in Russland schon der automatische Umtausch starten von den ADRs, die innerhalb von Russland liegen. Also auch russische Anleger haben solche ADRs. Und das ist für mich aber ein Indiz dafür, dass hier bei uns dann ab dem 15. August gar nichts mehr gehen könnte. Siehe dazu auch mein letztes Video. Und die letzte naheliegende Möglichkeit ist natürlich nach wie vor auch, dass man gar nichts macht, dass man jetzt eben die Verwahrung der Originalaktien den Banken überlässt, die die ADRs aufgelegt haben. Und wie schon gesagt, weder Sie noch diese Banken haben ja im Moment die Möglichkeit, diese Aktien zu verkaufen. Auch egal, was Sie jetzt machen, Sie können es nicht. Und das kann eben auch noch lang so bleiben. Und bei den Banken weiß man eben nicht genau, was die dann machen, wenn am Stichtag feststeht, dass diese Aktien eben nicht verwertbar sind. Aber wenn Sie selbst jetzt tauschen, dann haben Sie zwar mehr Verfügungsgewalt, theoretisch über die Originalaktien, aber Sie gehen natürlich damit auch Risiken ein, die auch nicht alle absehbar sind im Moment. Ist kein schönes Thema, wenn man betroffen ist, ist aber natürlich ein sehr wichtiges Thema. Und lassen Sie mich in dem Zusammenhang kurz auch noch mal was sagen zu unseren Finanzmedien. Wir haben ja hier auf der einen Seite eine tolle Wirtschafts- und Börsenpresse mit richtig großen Redaktionen und da sitzen auch lauter richtige Profis drin. Und auf der anderen Seite haben wir hier auf YouTube die ganzen Börsenwitzbolde, die vielen Kanäle hier, das sind sozusagen die Schmuddelkinder in der Szene. Aber nehmen wir mal das Thema Russland-ADRs, was ja Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Anleger in Deutschland hart getroffen hat. Seit das Thema akut ist, und ich habe viel selber dazu recherchiert, was haben Sie dazu von unseren etablierten Finanzmedien gehört? So gut wie gar nichts und am allerwenigsten natürlich auch von denen, die vorher Gazprom und die anderen russischen Aktien jeden Tag durchs Dorf getrieben haben wie die Säue. Jetzt ist aber Schweigen im Walde. Ist ja auch ein blödes Thema, ist ja auch furchtbar kompliziert und wahrscheinlich ärgern sich die Leute dann bloß, wenn sie das lesen.
Das, was ich drüber weiß ich eben auch nicht von denen, sondern das weiß ich aus Originaldokumenten, das weiß ich aus Foren, aus den Kommentarspalten hier, dann von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, die sich der Sache auch angenommen hat, dankenswerterweise, aber eben auch von etlichen Kollegen hier auf YouTube, denen das eben auch nicht egal war und die sich da reingekniet haben. Nehmen Sie jemand wie meinen Kollegen Sebastian Hell mit seinem hervorragenden Kanal Hell investiert, der das immer wieder begleitet hat, aufgegriffen hat, wenn es was Neues gibt. Man muss jetzt aber auch nicht mehr nur die Leute aus dem eigenen Stall loben immer. Focus Investor, vorhin schon erwähnt, ob man ihm da jetzt in jedem Punkt folgt, so mit Freedom Finance und so weiter, das ist ja egal. Aber auch der hat sich reingekniet, hat Lösungen gesucht, hat Fachanwälte befragt, hat sich reingearbeitet in Typ-C-Konten und solche Sachen, weil es ihm eben auch offensichtlich wichtig war, dass die Zuschauer von ihm nicht im Regen stehen. Und ich habe früher über YouTube Börsenvideos ja auch so insgeheim gesagt, naja, so ganz ernst nehmen kann man das alles nicht, was es hier so gibt. Inzwischen habe ich aber langsam das Gefühl, man kann vieles andere nicht mehr ernst nehmen. Und dafür gibt es aber mittlerweile sehr viele Börsen-YouTuber, die man sehr ernst nehmen kann. Es gibt sehr viele gute Kanäle hier inzwischen, wo sie viel bekommen, was sie woanders eben mittlerweile nicht mehr bekommen. Und dass das so ist, das verdanken wir aber natürlich nur Ihrer Unterstützung auch. Und in dem Zusammenhang auch sei gleich mal erwähnt, Sie können diesen Kanal hier auch abonnieren. Sie kostet ein Abo nichts. Für uns ist es wichtiger als alles andere natürlich. Aber gerade bei einem Thema wie den Russland-ADRs mit den ganzen unterschiedlichen Direktbanken und wie die reagiert haben ja auch und das ganze Durcheinander da erstmal, es wäre eben auch nicht gegangen, ohne die vielen Kommentare von Ihnen und die Informationen von Ihnen und das Feedback von Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen bei dem Thema und ich hoffe, ich konnte Ihnen im Gegenzug auch ein bisschen helfen. Und zum Dank dafür gibt es ja von uns so Dinge wie beispielsweise die Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Nochmal zur Erinnerung, morgen zum überragenden und weithin unterschätzten Thema Bier, die wichtigsten Bieraktien aus China auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.